Herzlich willkommen zu der Nerd-Analyse. Aber ich bin sprachlos. Was soll ich nur über den Film sagen? Ach, 4 Minuten einfach rauchen? Oder euch erzählen, wie der Film Justice League ist? Ich bin Superman! Ist das denn? Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Klappe halten, Herr Nerd-Analyse. Deswegen hier das Heft für dich. Ja, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, tut mir leid. Ich nehme das Heft. Da weiß ich mehr Bescheid. Okay, werde ich machen. Superman, okay. Over and out. Was war das? Ja, Freunde, herzlich willkommen zu der Comic Review von Justice League. Das ist nämlich das Special Heft zu dem Film. Und es geht natürlich darum, klar, was ist da jetzt so drin in dem Heft? Lohnt sich das überhaupt? Und das erzähle ich euch nämlich jetzt. Wer den Film noch nicht gesehen hat, ich sag mal so, der Film ist an sich gar nicht schlecht. Ich fand ihn überraschenderweise gut. Kann halt von diesem einen YouTuber halt seine Meinung nicht deuten. Er hat halt sprachlos 4 Minuten lang seine Zigarette gezogen und habe nur gedacht, alter Schwede, Mann. Na, ganz ehrlich, was soll das? Ich werde jetzt halt den Namen nicht nennen. Filmanalyse. Ja, es ist eben halt so, wo ich sagen würde, was soll sowas? Ich meine, kann man das nicht irgendwie richtig deuten? Klar, Story hin oder her. Aber was verlangt man von einem Actionfilm, von einem Superheldenfilm? Ich würde dem Film, weil ich werde jetzt kein Review mehr machen, ich würde dem Film eine 8 von 10 geben, weil ich fand ihn sehr gut, die Visual Effects waren gut. Aber es geht auch hier nicht um den Film, es geht nämlich um den Comic. Da nochmal vielen Dank an Panini Comics, die haben mir nämlich den gestellt. Und der kostet 5,99 €. Ihr könnt jetzt mal hier nämlich ein paar Sachen sehen, was überhaupt da so drin ist. Und ich erzähle euch halt, ob sich der jetzt lohnt für Fortgeschrittene oder für Anfänger. Also, wir haben natürlich die 6 Origin Stories, da sind natürlich alle vertreten. Das heißt, jetzt Batman und Superman sind ein bisschen kürzer getreten. Und fängt natürlich an mit Batman. Die Story ist halt der Mann im Schatten. Sogar wer Gotham kennt, die Serie, der wird sogar ein bisschen überrascht sein, weil da sind ein paar Bösewichte dabei, die kennt man eigentlich durch die Serie oder halt, wenn man wirklich sehr, sag mal, lange die Comics gelesen hat. Danach kommt natürlich die Story um, klar, Clark Kent ist der Superman. Und die sind halt ein bisschen kürzer getreten, ist nicht so schlimm, weil die Origin Stories kennt man eigentlich schon ein bisschen länger, wer so ein bisschen im Fach drin ist. Und natürlich so die anderen Sachen, so ein bisschen wie Wonder Woman, wenn man den Film nicht geguckt hat. Und natürlich Aquaman und Flash, das sind so ein bisschen die Sachen. Ich wollte eigentlich gerne hier was über Aquaman noch ein bisschen wissen, weil wer kennt diese Szene jetzt hier? Nicht so eine Art, keiner will Aquaman sein, auch nicht bei Big Bang Theory, so ist das halt im Leben. Der wird ja halt verkörpert von Jason Momoa und das war ja halt der Khal Drogo aus Game of Thrones. So, und das ist natürlich so ein bisschen, klar hat er neu so ein bisschen Lifting bekommen. Wenn man ihn kennt, ist er halt dann so ein bisschen anders. Ist halt so der alte Atlanta. Barry Allen als Flash kennt man halt und das ist wirklich so, ich kann es eigentlich nur sagen, das Heft ist eher was wirklich für richtige Einsteiger bis hin zu, die noch nicht alles wissen. Kann ich euch das empfehlen. Sag mal, zum Start für den Film, sich das mal reinzuziehen, ist das gar nicht schlecht. Aber für Fortgeschrittene lohnt sich das Heft eher weniger, würde ich mal eben so sagen. Und es ist halt, ja, es sind alle Stories drin, ist auch gut gezeichnet. Von der Storyline wird halt nur ein paar Happen so gezeigt. Ist halt schnelllebig. Also man liest das halt durch und hat das dann, okay, gut, so heißt der und der kann das und was ist da passiert, weil zum Beispiel die Cyborg-Story fand ich ganz interessant, wird im Film ein bisschen aufgerollt, aber ja, ansonsten wusste ich jetzt halt erst viel nicht über diesen Charakter, jetzt weiß ich sogar mehr und weil ich konnte das auch dann ein bisschen 1:1 umsetzen. Deswegen ist das Heft gar nicht schlecht, deswegen kann man das den einen Herrn auch ans Herz legen, dass er sich das vorher vorlesen könnte und ich würde sagen, ich kann das eigentlich soweit empfehlen für Einsteiger oder halt für Quereinsteiger, die überhaupt wissen wollen, was ist überhaupt ein DC Universe in der Justice League, sage ich mal. Und ansonsten wird es halt wahrscheinlich, denke ich mal, weil es ist ja die Nummer 1, wird es wahrscheinlich noch ein paar Hefte geben, wie es dann weitergerollt wird. Und ansonsten, wisst ihr ja, gibt es halt die Rebirth-Ära, also die ganzen Comics und die sind ja halt bis abgeändert. Ansonsten kann ich da jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Der Film läuft ja schon seit dem 16. November 2017 in die Kinos. Ich kann die beiden Sachen empfehlen, bei Panini zu kaufen und mehr kann ich da gar nicht überhin sagen. Ja, kennt ihr den Comic? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare setzen. Da könnt ihr mal gerne sagen, wie fandet ihr den Film überhaupt? Und dann würde ich sagen, Leute, Abo nicht vergessen, Like.
Klar, guckt natürlich gerne bei Panini vorbei. Die haben natürlich viel, viel geilere Hefte und so weiter. Das ist ja halt immer so ein dünnes Heft. Es gibt natürlich, kommen jetzt die nächsten Tage, kommen auch noch andere Vorstellungen, weil sie haben mir noch zwei andere Comics geschickt. Richtig geiler Scheiß. Und ja, wie gesagt, das ist dann mal was anderes. Ich habe gedacht, Comic Reviews könnte mal wieder gut hier auf diesem Kanal sein. Habe ich schon mal gemacht und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Selber kann ich das dann lesen und ich zeige euch mal, ob es überhaupt was lohnt. So, da haben wir beide, haben wir alle was davon. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!